Hallo Kinder, willkommen zurück zu Yoshi's Island DS. Yeah, das spaßigste Spiel der Welt. Okay, vielleicht nicht das spaßigste, aber die unendliche Höhle. Ich sag mal so, es wäre... cool, warte mal. Was wollte ich gerade sagen? Die Umstände machen es halt so schwer, das Spiel. Ich glaube, auf dem richtigen DS das zu spielen, das würde einen schon eine bessere Erfahrung bringen, weil da hat man zumindest ein bisschen weniger Probleme mit diesem ganzen Kamerakram und so. Was nicht heißt, dass es dann weg ist, aber zumindest ein bisschen weniger. So, jetzt haben wir hier Lava und ganz viele böse Sachen. Ich mag den lilanen Yoshi. Ich weiß nicht, der ist cool. Erinnert mich so an einen dieser Yoshis aus Super Mario Sunshine. Das war ein Schwung. Ach du Scheiße, guck mal, wo ich hier stehe. Da ist Lava und ich stehe einfach fast mittendrin, ey. Boah, die habe ich gar nicht mal gesehen. Ja, das Level ist schon hart, glaube ich. Es scrollt. Das sind böse Sachen hier. Es ist Lava. Boah, ich habe nicht mal genug Eier, um ihn hier auszuschalten. Jetzt schon. Oh, fuck. Okay, machen wir es so. Oh Gott. Die Frage ist, kriege ich jetzt diese Münzen noch? Scheiße! Oh Gott! Okay, mein Baby ist jetzt da unten, aber... Boah, ich konnte jetzt nicht alles auf alles auf einmal achten. Alles gut. Ich habe nur keine Eier mehr übrig. Das ist doof. Aber wir kriegen schon irgendwas hin. Scheiße, da oben ist jetzt das hier. Und ich habe keine Eier, um das hoch freizuschalten. Nee, da hilft mir auch kein Baby mehr weiter. Ich muss zusehen, wie das langsam aber sicher wegrollt. Kann ich nichts machen. Tut mir leid, Freunde. Ich habe kein Ei übrig, um das Trampolin darunter zu holen. Wir können nur gucken, da oben wäre sicher ein ganz toller Parcours gewesen, den wir hätten machen können, ja. Ja, hier kriege ich wieder Eier nachgefüllt. Ist ja toll. Mittlerweile auf dem oberen Bildschirm. Oh, das ist der untere, nein, ist der obere. Schon mal da eine rote Münze und noch viel mehr. Au. Mist. Mehr rote Münzen an dieser Kerl hier. Ja. Ach, es ist so schlecht. Da kann man doch nichts machen, wirklich. Da fehlt mir genau dieses Ei. Tja, Checkpoint ist... Ich glaube, der darf da nicht wegrollen. Moment, du stehst mir im Weg und ich habe kein Ei übrig. Okay, dann einfach springen. Gut, dann würde ich einfach sagen, versuch mal nur ans Ziel zu kommen. Nichts mehr zu sammeln dabei. Okay, man kann ja trotzdem versuchen, noch möglichst viele Punkte draus zu machen. Weil, wie gesagt, ich hier nicht weiß... Ob es am Ende doch was bringt. Jetzt bin ich hier, aber das Baby will ich trotzdem nicht wechseln. Das ist ja auch noch so eine Sache bei dem Spiel. Oft wird einem hier halt angeboten, das Baby zu wechseln, aber erst nachher wird einem gesagt, wofür das überhaupt ist und wen man überhaupt tatsächlich braucht. Erst recht, was diese Charaktermünzen betrifft, ne? Das ist echt ein Gerate. Hier zum Beispiel wäre Baby Peach hervorragend gewesen zu kriegen. Aber das wusste ich halt vorher nicht, ne? Weil mir nur vorher geboten wird, das Baby zu wechseln. So, jetzt kann ich mich hier nicht so frei bewegen, wie ich wahrscheinlich mit Baby Peach in ihrem Sonnenschirm unterwegs wäre. Cool. So, aber wir machen das Beste draus. Oh, schön von der Blume fernhalten. Ha. Okay, machen wir wieder ein bisschen Boden. Da fühle ich mich auch sicherer. Zack. So, nach links oder was? Ja, ich wäre auch fast da runtergefallen, um ehrlich zu sein. Wäre natürlich blöd gewesen. So, komm schon. Guck, ich habe nichts Besseres zu tun, als das, was ich hier gerade mache. Oh, die explodieren, ja. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Bro. Mach mal kurz Pause, ja. Dann mach doch mal nicht Pause. Oh, jetzt nehme ich aber Baby Peach. Jetzt weiß ich es gerade noch so. Ey, scheiße. Okay. Ist nicht so geil, dass sie explodieren. So, vielleicht. Ich weiß nicht. Es ist nicht immer so, aber ich habe oft das Gefühl. Moment. Oh, da oben ist irgendwas. Also, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll, ne? Da ist irgendwie auch eine Blume. Vielleicht da hochfliegen? Geht das? Na, jetzt ist es eh zu spät. Okay, keine Ahnung, wie ich da hochgekommen wäre. Aber ich sagen wollte, dass wenn ein Baby... Das konnte ich jetzt überhaupt nicht sehen. Sag ich mal, am häufigsten benutzt wird in einem Level. Ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass von diesem Baby auch die Münze dann kommt.
Naja, ich weiß echt nicht. Da oben gehen voll die Sachen ab. Ihr seht's gerade. Also, es sind halt so zwei Wege im Prinzip. Aber ich weiß nicht, wie ich diesen cooleren Weg immer langkomme, wisst ihr? Oh. Na toll. Das war sehr unglücklich. Ich wollte eigentlich den hier treffen. Und stattdessen habe ich mir so ein bisschen die Bonus-Dinger da versaut. Achso, da ist noch einer. Weg mit dir. Solange man noch ein, zwei übrig hat, kann man das ja machen. Die mal so verscheuchen. Ja, währenddessen oben, da werden wir zu dieser Character Münze hinkommen, die übrigens nicht Baby Peach ist. Womöglich Baby Donkey Kong, weil man ja einmal irgendwo langklettern muss, aber das war ja, ich weiß gar nicht. Das war ja noch auf dem einen Bildschirm, wisst ihr? Also nicht auf dem einen Bildschirm, oberer, unterer Bildschirm, sondern auf diesem einen Screen. Oh, Mist. Ich weiß nicht, wie ich diesen Kerl hier ausschalten soll, weil man kann ihn nicht mit den Eiern bekämpfen, man kann nichts mit ihm machen. Aber es ging halt noch einen Raum weiter, das meine ich, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Deswegen bin ich mir da auch relativ unsicher, wie das hätte klappen sollen. Boah, das war ja fast in die Hose gegangen. Yeah, neuer Sternkreis. Wisst ihr, was ich hier mache? Moment. Okay, noch warte ich, weil ich höre Gegner kommen. Oder sind das nur Stacheln? Egal, wir schmeißen das hoch und dann, tadada, kriege ich eine Bonusmünze. Wow. Bin ich nicht fantastisch? Wow, jetzt geht's langsam hoch. Oder geht das jetzt zurück? Das kann ja auch sein. Oh, das kann auch sein. Das war jetzt hoch und dann diesen einen Weg dann langlaufen. Aber dann weiß ich jetzt schon, dass Baby Peach absolut die falsche Wahl war. Oh, habe ich was gefunden? Ein Leben. Na, warum nicht? Leben ist das Einzige, weil ich genug in diesem Spiel bekomme. Boah, ich weiß nicht. Okay, der ist hier. So, jetzt muss ich ihn ganz schnell loswerden. Das hat gerade noch so geklappt. Jetzt hüpfen wir Bombs, nicht Bombs. Jumps rum. Wow. Das war gemein, Alter. Oh, nehme ich gerne. Und schnell wieder weg. Und schnell weiter. Okay. Soll ich darauf? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir hier. Es gibt immer Hoffnung. Ich nehme mal Baby Mario einfach in der Hoffnung, dass ich mit ihm eine Character Münze kriege. Wow. Oh Gott. Ich muss gleichzeitig den Bildschirm wechseln. Deswegen ist das nicht so einfach. So, oben ist jetzt das hier. Vielleicht. Ey, scheiße, ich roll aus dem Bildschirm raus. Oh, jetzt kommt der. Yeah. Das habe ich noch mit drauf bekommen. Den kriege ich nicht gerollt, weil dafür bräuchte ich mehr Zeit. Und die habe ich nicht. So, eine Piranha-Pflanze. Ich habe noch ein Ei übrig. Okay. Ach, den hätte ich ja reinrollen müssen. Oh fuck, spring, bitte! Oh, ich bin tot. Er hätte echt, finde ich, springen sollen. Sonst konnte man da jetzt nichts machen. Ja. Ach man, wieder hier. Na gut. Versuchen wir es mal genauso zu machen wie vorher. Das Wichtige ist, ich versuche ausreichend Eier vor Ort aufzubauen. Weil das Level hat es doch ganz schön in sich. Oh doch, diese Blase, oder nicht? Das hier wieder, aber. Na, jetzt. Habe ich gerade nicht so die Gelegenheit. Mist. Oh, Mist. Wo zur Hölle? Wo war ich überhaupt? Ich durfte nichts. Ich wollte über diesen Kerl, der da rumhüpft, rüberspringen. Ging nicht. Frag mich nicht warum. Es hat einfach nicht geklappt. Ich habe auf Springen gedrückt. Er macht nichts. Keine Ahnung. Es ist. Ah, ich mag keine Scorn in der Witz. Oh fuck, jetzt stehe ich hier. Ja, das dauert hier eine Ewigkeit. Egal, wir haben ja Zeit. So, diesmal scheiße ich auf dieses Leben, was das. Okay, Botschaft angekommen. Boah. Ich mag Baby Peach nicht, die heult am nervigsten.
So, das hier nehmen. Jetzt habe ich noch ein Ei übrig, das ist doof. Hier kommt auch immer die Blume gleich. Yeah, und schnell. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, kriege ich das Baby noch wenigstens? So, jetzt schnell da hoch. Wechseln. Nochmal wechseln. So, und das schnappen. Okay, eine von denen war auch eine rote Münze. So, wo kam das? Nicht vor, dieser Stein. So, und jetzt ganz schnell rollen. Ganz schnell. So. Scheiße, nicht so. Wie soll ich denn diese Blume da oben bekommen? Scheiße, Blume verkackt. Alles verkackt im Prinzip. Den Stein zu rollen, auch verkackt. Alles verkackt. Ich hätte alles schaffen müssen. Ich habe aber nichts geschafft. So, ich muss den da runterrollen. Dann muss er auf dieses Ding, damit das Gewicht dagegen gedrückt wird. Und dann passiert irgendwas richtig Tolles. Ich glaube, dann kommt diese Blume hier zum Vorschein, die ich auch nicht kriege. Ja, dafür bräuchte ich auch noch ein Ei zusätzlich, was ich auch nicht habe. Also, Pech gehabt. Und hier brauche ich auch ein Ei für. Habe ich auch nicht. Das Level verlangt von einem, dass man mehr als perfekt ist, aber... Oh, fuck. Genau auf die Stacheln drauf. Aber das bin ich nicht. Keine Ahnung, ich kann das nicht alles auf einmal hinkriegen. Ich hätte vielleicht eine von diesen Sachen schaffen können. Oh, jetzt hätte ich doch Baby Peach gebraucht, oder was? Oh, okay. Ich bin zumindest hier. Ich habe eine Piranha-Pflanze. Ach, du Scheiße. Okay, die kommt immer runtergehauen. Runtergeschossen, meine ich. Sieht schon so hungrig aus. Ja, das sieht nach dem Ziel aus. Ich weiß nicht, dieser eine Weg mit der Character Münze, das war wohl doch was ganz anderes. Meine Punktzahl sieht ein bisschen traurig aus. Ich warte noch, bis hier irgendwas kommt, aber hier kommt nichts mehr. Das Level ist vorbei. So. Voll mit Stress und allem. Ich habe sogar versucht, so gut ich konnte zu spielen und das ist alles, was mir gebracht hat. Ich glaube, bis jetzt echt die schwächste Punktzahl in diesem Spiel. 56, aber macht ja nichts. Ja, cool. Wir kommen dennoch dem letzten Schloss immer näher. Im nächsten Part, glaube ich, geht es wieder darum, diese Kugeln, diese Bälle, was wir schon mal in diesem einen Schloss hatten, wieder zu vereinen. Also schauen wir uns das demnächst dann an. Ja, schaltet wieder ein. Das wäre cool. Bis dann.